Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärbande. Heute ist unser 16. Tag, der 1. Oktober und ich bin total im Arsch. Ich habe total schlecht geschlafen die Nacht und spiele auch zurzeit richtig scheiße, weil ich halt gerade eben Livestream gehabt. Und naja, bin ein bisschen untergegangen. Geht vorhin gegen Terraner, obwohl wir eigentlich gegen Terraner immer ziemlich gut spielen in letzter Zeit, aber diesmal weiß nicht. Hat mich das ein bisschen mitgenommen. Aber nichtsdestotrotz machen wir heute unsere Folge. Und das nach dem Livestream noch. Also das heißt, wir spielen zusätzlich noch zu allem StarCraft, obwohl ich eigentlich mir gesagt habe, reicht ja jeden Tag einmal StarCraft spielen. Aber ich mache das zusätzlich zum Livestream. Habe ich euch versprochen. Deswegen gibt es jetzt noch schöne Folge StarCraft. Wenn wir einen Gegner finden. Perfekt. Was will man mehr, wenn man schon sich drauf freut und dann geht's los. So, wir haben übelst einen Bonuspool. Ist das der richtige Account? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hatten wir schon vorher einen extrem hohen Bonuspool, weil wir mit dem Account angefangen haben zu spielen. Und der ist immer noch nicht leer. So, wir spielen gegen Terraner. Gucken, wie stressig dieser hier jetzt ist. Die letzten, die ich im Livestream gespielt habe, die sind waren stressig wie Sau. Spielten gerne Proxy. Und das war ein bisschen nervig. Aber anscheinend ist das ganz normal jetzt. Ich weiß nicht, wie es in den Championships aussah, ob das da öfters gespielt wurde, eine Proxy. Dass das jetzt damit sehr modern ist. Einfach mal irgendwo Proxy hinzusetzen und dann, weiß ich, den Reaper schneller vorne zu haben. Hat meinen Chronos vergessen? Habe ich. Nein, das ist blöd. Nee, der spielt mal ohne Proxy. Kann ich den Typen nicht angreifen? Ich glaube, das war okay. Dann habe ich das doch vergessen gehabt. Mit Chrono Boost. Doppelgas. Das wird nicht lustig für uns. Da baut ein Reaper. Wir sind baut ein Reaper. Natürlich sein, dass da noch gleich Cyclones kommen. Deswegen müsste ich auch noch mal hochgucken eigentlich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Euer Sonnen werden nee, Marines. Ihr müsst zusätzliche Typen. Hab ich gebaut! Irgendwie sind wir ein bisschen hinten dran, na egal. Sollen das werden? Olin? Lasst unsere Feinde unsere Wut Tja. spüren. Los, brech's ab, brech's ab, brech's ab. Was ist euer Begehr? Stalker verloren? Bricht sie nicht ab? Forschung abgeschlossen. Ah, der hat
doch ohne Proxy stehen. Sache das doch. Nun gut. Irgendwo steht hier ein Proxy. Hat er sich auch verraten mit seiner Proxy. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Wie wir nur schnell weg. Shit. Was war denn das für ein Spiel, ey? Sag ich doch, Terraner und Proxy. Das wird immer mehr. Immer mehr. Gut, von dir ein Spieler. Wir haben auch nicht mehr viel. Wir sind nicht mehr weit weg von dir eins. Sagen, drück mal an, spielen nächste Runde. Tja. Robot. Ja, der wollte im Livestream nicht da. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Hab ich vorhin schon erzählt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich es nicht so toll, dass er nicht da war. Sagt noch groß, er kommt zum Livestream 2 gegen 2, aber dann war er doch nicht da. Schade. Deswegen können wir auch ein bisschen eher aufnehmen, sonst hätte ich jetzt 20 Uhr denn meine Aufnahme normal gemacht, aber passt schon. Proxy-Terraner. Die mit dem scheiß Proxy immer. Ich fange langsam irgendwann echt an, immer zu scouten am Anfang gleich, um die Ecke oder so. So, zack. Was auf anderes zu konzentrieren. Guten Tag, Fan. Ich muss sagen, ich mag die Map eigentlich. Er schreibt nicht. Doch, er schreibt. Hinein können. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach nee. Das hätte echt nicht sein müssen. Ein Ei gelegt, ey. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nee, du musst unten bleiben. Muss die Bude dicht machen. Ihr habt nicht genügend. Da haben wir uns gerade ein Ei gelegt, ey, sag ich euch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Problem ist, wir wissen nicht, ob wir jetzt einen Early Pool spielen, aber jetzt kommt er eh gleich durch. Also, ich tippe es wohl noch. Ja, keine Ahnung, es könnte auch Pool für Exe gewesen sein. Was uns natürlich bestrafen könnte jetzt damit. Er sieht es auf jeden Fall gleich. Siehst es noch gar nichts, mein Freund. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja. Ehre den Daila. Vorwärts. So, und der baut uns dann unser Geld. Wir dienen mit Stolz. Ajur wird erneut unser sein.
Ja, boah, ein paar Linge. Boah, ein paar Linge. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Niemand kann uns aufhalten. Guck mal hier ein paar Drohnen erwischen. Die Templer rücken vor. Hor Salah. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Für den Ruhm. Bisschen blöd gelaufen. Haben wir diesen Ovi gekriegt? Ich bin das Herz. Ich bin die Stimme. Ihr seid auf mich an. Kalt ist die. Was ist euer Beginn? Hier brauchen wir einen Safe Spot. Um kein Ovi zu sehen. Eins mit den Schatten. Den fehlt jetzt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin die Stimme der Flüge. Bleib ja da stehen, Junge. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das war nur eine hin, keine dritte Base. Ich bin das Herr. Kommt jetzt. Bleibst du hier? Ich bin hier. Ja, der dritte Base, aber was hat er noch? Eure Krieger bekämpfen nein! Gegner. Nein, 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 nein. Nicht genügend erneut diene ich. Wird angegriffen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier in den Schatten. Oh, die Templer. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ach, das wäre jetzt echt blöd, wenn die jetzt hier bei uns reinrennen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mein Leben für Ajur. Das ist aber kein Creep Spreader. Upgrades. Muss halt aufpassen, dass wir vom Zerg hier nicht überrumpeln lassen. Najaka Mina. Ehre den Dalai. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend.
wünscht ihr? Ich bin hier in Geschirr. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Aber er ist noch nicht durch. Mineralienfeld herrscht. Hat auf jeden Fall schon eine dritte. Keine vierte. Mein Leben für Ajur. Wir brauchen noch auf jeden Fall noch einen vierten Koloss. Dritten und vierten. So, wir nehmen auf jeden Fall auch eine vierte. Also ein Screech Spread ist aber nicht so geil. Und wir nehmen gleich Archons. Kommt doch. Was ist euer Begehr? Ich bin die Stimme. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Wir schwinden. Kynon wird angegriffen. Shit. Mein Leben für Ajur. Wie ihr befehlt. Vorher. Die Templari. Wir sind eins mit den Schatten. Mein Leben für Ajur. Die Lehre wartet. So. Forschung abgeschlossen. Was ist euer Begehr? Unsere Gedanken. Kalt. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Wir sind eins. Wir schaffen. Ach, ich hasse Zwerg. Die laufen halt einfach weg. Ach, das ist doch nervig. Das Hin- und Hergelaufe. Das kommt doch von vorne gleich wieder. Ich finde, das Zoss ist immer so langsam. Voll zurück. Mineralienfeld erschöpft. Mein Leben für Ajur. Ich bin zerreißt. Mineralienfeld erschöpft. Wir stellen Kassas der Templarheit. Los. Unsere Gedanken sind Upgrade durchgeführt. Erklärt euch, meine Herren und wir stellen unsere Gedanken. GG! Ich muss noch auf meinen Observer mal aufpassen, sonst ist er nicht mal schön rausgesnipert. Er hat aber auch nicht wirklich was da gehabt. Und wir haben es heute geschafft, endlich über die 4200 zu kommen. Also,
Ist es zu dir 1, ist es echt nur noch ein Katzensprung. Also ich glaube, warte mal, was ist denn der nächste? 80 MMR brauchen wir noch. 80! Puh! Also wenn wir so weiterspielen, könnten wir theoretisch morgen es schaffen. Theoretisch. Na gut, wir haben nur 19 plus gekriegt. Wie waren das eigentlich? Haben wir jetzt eigentlich wieder alle Spiele gewonnen? Oh ja. Alle Spiele haben wir gewonnen, die wir heute gespielt haben. Ne, Moment, wir haben nur 2 Spiele bis jetzt gespielt. Ja. Ich belasse es aber auch bei den 2 Spielen heute, weil ich bin echt im Arsch. Ich muss noch meine Küche aufräumen. Meine Freundin ist nicht da und ja. Da ist man ein bisschen fauler, die Küche aufzuräumen. Und deswegen muss man das, sammelt sich ein bisschen was an und das muss ich jetzt noch wegräumen. Aber naja. Wie gesagt, meine Freundin ist gerade in Kanada und ich habe ein bisschen Ruhe. Und ja. Da würde ich sagen, sehen wir uns morgen und ja, bis dahin. Tschö, tschö, euer Muttibär. Adios. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschö, tschö.